Auf diesem Grundstück in einer gut betuchten Gegend von Santiago befand sich einst die Hauptresidenz des chilenischen Diktators Augusto Pinochet. Das Anwesen wurde abgerissen, nachdem seine Witwe das Grundstück verkauft hatte. Ein Symbol weniger aus der grausamen Pinochet-Ära, in der mehr als 3000 Menschen getötet wurden oder verschwanden. Für Chile ein heilsamer Akt. Pinochet kam durch einen Militärputsch im Jahre 1973 an die Macht und regierte 17 Jahre lang. Er starb 2006, ohne jemals für die Verbrechen seines Regimes zur Rechenschaft gezogen worden zu sein. Lange über seinen Tod hinaus wurde Pinochet von vielen verehrt. Kunst wie diese wäre bis vor ein paar Jahren noch undenkbar gewesen. Doch ein Vierteljahrhundert nach der Pinochet-Ära ändert sich langsam die Stimmung im Land. Nicht nur, dass er seine Landsleute gefoltert hat, er hat sie ermordet. Wir sollten jegliche Erinnerungen an Augusto Pinochet auslöschen. Mit einer Reihe von Reformen hat die Regierung versucht, das politische Vermächtnis von Pinochet zurückzufahren. Dennoch haben viele seiner Grundsätze bis heute Bestand. Zurzeit passiert ein Gesetz, das Parlament, das jegliche Ehrung des Diktators verbieten soll. Chile steht noch immer in der Schuld der Familien, die Opfer zu beklagen haben. Die Tatsache, dass sie eine Straße lang gehen, die den Namen eines Komplizen oder Verantwortlichen der Diktatur trägt, den Namen eines Vollstreckers, Mörders, eines Menschen, an dessen Händen Blut klebt, die Tatsache, dass es Straßen gibt, die nach solchen Menschen benannt sind, ist inakzeptabel. Solange Menschen in Chile als vermisst gelten, wird das Land die Dämonen seiner Vergangenheit nur sehr schwer loswerden.